Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Der eine oder andere kennt mich vielleicht entweder von meinen TikTok-Videos oder von der True-Doku über Bindungsstörungen. Oder ihr kennt mich vielleicht aus dem persönlichen Leben. Oder ihr kennt mich noch gar nicht bisher. Ich denke, die vier Möglichkeiten gibt es. Und was auch immer es ist, herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen Video hier auf YouTube. Ich habe ja bereits Videoerfahrung über die anderen Formate, aber es ist dann doch nochmal was anderes. So ein richtig längeres und ausführlicheres Video aufzunehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ich habe mir tatsächlich keine Notizen gemacht, kein Skript geschrieben, wie ich es mir vorgenommen habe oder irgendwas ähnliches. Nichts vorbereitet. Ist jetzt ganz spontan, wie man das wahrscheinlich so macht als erstes Video. Und ja, was ist überhaupt mein Ziel? Was ist überhaupt meine Intention hier? Was will ich hier machen? Vielleicht fange ich einfach mittendrin an. Ich bin Katharina, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin 20 Jahre alt und ich habe, seit ich denken kann, mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. Ich bin da nicht die Einzige, wie viele in meiner Generation und auch den Generationen vorher, auch wenn es da vielleicht noch nicht so transparent war. Konkret habe ich eine diagnostizierte Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und darüber hinaus auch schon seit meiner Kindheit mit Panikattacken und auch Depressionen zu kämpfen. Dann habe ich letztes Jahr noch die ADHS-Diagnose bekommen. Also es ist ein ganzes Kuddelmuddel. Und meine Vision ist es einfach, Menschen, denen es da ähnlich geht wie mir, die auch mit ihrer mentalen Gesundheit strugglen, die auch vielleicht mit ihrer Emotionsregulation nicht so gut klarkommen, die sich oft fragen, was ist überhaupt der Sinn von dem Ganzen hier? Was mache ich hier? Wofür lebe ich? Hat das überhaupt einen Sinn? Welchen Sinn gebe ich meinem eigenen Leben? All diesen Fragen und noch viel mehr will ich einfach meine Antworten, also ich will einfach meine Antworten auf diese Fragen hier mit euch teilen, weil ich denke, dass ich schon viel durchgemacht habe und schon viele Erkenntnisse gesammelt habe, die andere Menschen einfach weiterhelfen könnten. Deswegen bin ich hier und ihr auch. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil natürlich bringt es mir nichts, Videos hochzuladen, wenn sie am Ende niemand guckt. Ja, worum geht es überhaupt jetzt in diesem Kanal? Ich möchte darüber reden, was meine Erfahrungen mit dem Thema mentale Gesundheit sind, insbesondere eben Borderline, Beziehung mit Borderline, Emotionsregulation, Umgang mit dem Thema Selbstverletzung, mit Selbstverletzungsdruck und auch wie man langsam rauskommt, wie man es sein lassen kann, welche alternativen Regulationsmechanismen man hat. Gerade so Themen wie Meditation oder auch andere Formen von Energiearbeit haben mir sehr geholfen. Und da möchte ich dann eben auf jeden Fall weitere Einblicke zu geben. Außerdem natürlich auch das Thema Bindungsstörung und Beziehung. Das ist für mich auch ein sehr relevantes Thema in meinen letzten Beziehungen sind Bindungsstörungen immer große Themen gewesen. Und auch nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften war das immer ein Thema für mich. Und da das sehr vielen geht, also da es sehr vielen so geht, denn viele Menschen haben jetzt gerade in meiner Generation, also auch hier wieder auch die Generation über uns, die sind nicht weniger bindungsgestört als wir, die sprechen halt nur nicht so offen drüber. Und deswegen, ja, will ich da auf jeden Fall auch einfach mit euch teilen, was mich da so begleitet hat und auch was mir geholfen hat mit zum Beispiel Bindungsangst, aber vor allem auch mit emotionaler Abhängigkeit klarzukommen und damit umzugehen, so meine Wege oder meine Gedanken dazu. All in all will ich im Prinzip einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung als Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung und eben mentalen Krankheiten, das möchte ich beleuchten und dazu möchte ich so meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Gedanken und vor allem meine Tipps für euch teilen. Das ist ein super wichtiges Thema, unsere mentale Gesundheit spielt eben oder in den letzten Jahren ist es immer wichtiger geworden, dass wir auf unsere mentale Gesundheit achten, dass wir uns um uns selbst kümmern. Gerade das Thema Selbstfürsorge ist auch ein super wichtiger Aspekt, auf den ich auch in meinen folgenden Videos weiter eingehen möchte. Gerade so etwas wie Selbstvertrauen aufbauen, Selbstbewusstsein und auch Selbstliebe. Ein sehr wichtiges, aber für viele gerade mit mentaler Gesundheit kämpfende Menschen ein sehr schwieriges Thema, Selbstliebe, dass man zum einen
sich selbst so annimmt, wie man ist. Und auch, dass man sich wirklich um sich kümmert. Trotz Depression vor allem natürlich. Also, wie kümmert man sich um sich selbst, wenn man es nicht mal aus dem Bett schafft? Genau, das ist auch eine Frage, die mich schon lange beschäftigt und wo ich inzwischen auf jeden Fall deutlich weiter bin als noch vor ein paar Jahren. Immer noch nicht perfekt, aber jeder muss irgendwo anfangen, denke ich. Das Thema Perfektion ist tatsächlich auch sehr wichtig, weil, ja, ich merke das als sehr perfektionistischer Mensch sehr häufig in meinem Alltag, sei es jetzt im akademischen Sinne oder auch, ja, generell, eigentlich überall merke ich, dass ich sehr zu Perfektionismus neige und das ist nicht so gut, weil Perfektionismus uns im Prinzip einfach alles kaputt macht. Also die Welt ist nicht perfekt, wir Menschen sind nicht perfekt und egal was Social Media euch da draußen irgendwie vorgaukeln, kein Mensch hat wirklich dieses perfekte Leben. Und da galt es für mich auch irgendwie, ja, für mich meinen Weg zu finden zwischen diesem Wunsch, immer besser werden zu wollen, zu heilen, mich mit meiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen und wirklich so die beste Version meiner selbst zu werden, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, ja, aber manchmal fällt man zurück in alte Gewohnheiten, manchmal fällt man zurück in alte Muster und man verhält sich nicht so, wie man sich gerne vorhalten würde. Und dann eben nicht durchzudrehen und sich zu denken, um Gottes Willen, das hat alles gar keinen Sinn mehr, weil ich krieg's halt nicht perfekt hin, also warum versuche ich es dann überhaupt? Sondern gnädig mit sich zu sein und so ein Stück weit mehr auf die, ich bin stolz darauf, was du tust und was du alles gibst. Ich weiß, du hast mehr drauf, aber nur weil du jetzt nicht perfekt bist, heißt es nicht, dass all das, was du jetzt schon geleistet hast, dass das nichts wert wäre. Eher auf diese Schiene zu gehen, auf so eine konstruktive, unterstützende und positive Art und Weise. Ich bin nämlich kein Fan von so einer herablassenden Motivation, also so nach dem Motto, ja, du, keine Ahnung, du versaust dein ganzes Leben, du verschwendest dein Leben, jetzt krieg endlich den Arsch hoch und mach irgendwas. Das bin ich jetzt irgendwie nicht so. Also ich denke mir eher, wir sollten mehr Verständnis füreinander aufzeigen. Wir sollten liebevoller miteinander umgehen, unterstützender, verständnisvoller. Das ist so mein großer Traum, mein großes Ziel, Menschen genau das zu vermitteln. Gerade im Umgang mit mentaler Gesundheit oder auch nicht so guter mentaler Gesundheit, mit mentalen Krankheiten, mit psychischen Störungen auch, dass man verständnisvoll damit ist, dass man liebevoll und unterstützend ist. Denn ich denke, wir Menschen hätten es nie so weit gebracht, wie wir jetzt sind, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden und wären wir nicht eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft, in der man einander unterstützt und füreinander da ist. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sehr viele Themen, über die ich sprechen möchte. Aber für den Anfang lässt es sich alles unter den Hut mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfürsorge packen. Deswegen, wenn euch diese Themen interessieren und ihr meine Erfahrungen, meine Tipps und meine Erkenntnisse dazu hören wollt, dann freue ich mich sehr über ein Abo, vielleicht auch einen Kommentar, weil der Algorithmus mag das. Und ich bin sehr froh, wenn ich hierüber neue Menschen erreichen kann, die meine Videos auch bisher noch gar nicht kannten. Deswegen, ja, ihr könnt mir auch gerne Fragen hinterlassen, also irgendwelche Themen, die euch besonders interessieren, weil ich mache das hier ja nicht für mich, sondern ich mache es halt für euch. Für die Menschen, die diesen Support brauchen, die nach jemandem suchen, der ihnen irgendwie so diese Fragen klärt, die sie vielleicht in ihrem Leben bisher noch nicht selbst klären konnten. Nicht, dass ich hier ein allwissender Guru wäre. Ich bin auch nur ein Mensch, der einfach schon einiges erlebt hat und das teilen möchte, damit andere Menschen davon profitieren können. Deswegen, ich freue mich sehr über Support und herzlich willkommen auf meinem Kanal.